Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, Part 12 von Mio94. Im letzten Part sind wir hier durch dieses hübsche kleine Camp gefahren. Ja, gefahren. Und ja, haben kaum Schaden bekommen. Und dann wurde ich auch noch erschrocken. Das sind... Bla, fickt euch. Na, und ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Ich soll auch mal sowas wie Modern Warfare 3 Let's Playen. Nein! So ein Spiel werde ich nicht spielen. Ich habe Modern Warfare 3 Multiplayer gespielt und es ist ja so scheiße einfach. Also Multiplayer macht schon Spaß, aber... Nee, aber ein Let's Play ist ja wegen der Story. Die Story ist immer die gleiche. Du bist Amerikaner, mach die Russen fertig. Ende. Und dann auch noch wieder mit irgendeiner Atomrakete. WTF! Nein, sowas spiele ich nicht. Was ist jetzt übrigens MW3? Nein, das war Battlefield. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, hallo mein Freund, ich bin Shep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Ziff für Substation und der Headstone-Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor Dahl sich vom Acker gemacht hat und die Banditen hier eingezogen sind. Ja, er war für die Substation und die Headstone-Mine verantwortlich, bevor Dahl abgehauen ist. So. Ach du Scheiße. Willst du Sledge aus der Headstone-Mine Nein, du willst Sledge aus der Headstone-Mine vertreiben, was? Schön für dich. Ich stehe gerade bei ihm. Halt die Fresse. So. Schön für dich. Tja, du bist wohl verrückt, aber ich lasse dich nicht im Ring stehen. Du brauchst den Schlüssel. Zuletzt habe ich ihn unter dem Büro der C4 Substation gesehen. Allerdings werden die Banditen etwas dagegen haben, dass du ihn findest. Mach einen Abflug. Eine ganze Schar von Racks umkreist noch immer die Windturbinen der C4 Substation. Zuerst mögen die Banditen die Turbinen kontrollieren, aber ich werde sie zurückerobern. Nein, vorerst, so. In der Zwischenzeit kann ich keine Racks gebrauchen, die in die Räder fliegen und das Equipment beschädigen. Daher möchte ich, dass du den gesamten Schwarm vernichtest. Einer der jüngsten Banditenangriffe hat alle Windräder bei C4 Substation stillgelegt und fast den gesamten Strom der Region abgebrochen. Die Banditen ziehen sich jetzt zurück, also brauchen wir jetzt jemanden, der die Windräder wieder in Betrieb nimmt. Derjenige muss die Turbinenbremsen lösen und den Hauptschalter umlegen. Gut. Und ich kann euch schon mal sagen, alle drei Missionen sind... hier unten. Deswegen war das schon mal saugeil, dass wir da gerade waren. Ja, ja. Nee, die eine mit den Banditen und Turbinen. Ich weiß nicht. Sehen wir dann ja. Und nochmal runterspringen. Na. Halb. Wir belassen es bei halb. Es war zwar nicht mal halb, aber wir belassen es dabei. Glaub mir. Seid ruhig. Ich hab recht. So, erste Turbine ist da hinten. Ist ja schon mal gut, wenn man vorsorgt, ne? Wissen wir ja aus Just Cause. Und Assassin's Creed. Und sowieso jedem Spiel. Da. So. Und mehr müssen wir hier nicht machen. Und ja, ihr seht, hier kann man schon sehr geil durchrushen, auch wenn hier überall Gegner sind. Denn die können eh nichts. Wie, ihr kommt jetzt nochmal da aus der Seite raus. Fickt euch, verpiss dich. Ah. Auch wenn man hier ein bisschen laufen muss, das ist ein bisschen doof, aber pff, who cares. Und jetzt rennen wir nochmal hier durch. Hier ist nämlich der Schlüssel. Anstelle des Schlüssels hast du eine Notiz gefunden. Die dicke Staubschicht darauf lässt vermuten, dass der Schlüssel in nächster Zeit nicht zurückgebracht werden wird. Zurückgebracht wird. So. Du musst woanders nach ihm suchen. Ja, wo wohl? Sledge, zum Safehouse. Die gefundene Notiz legt nahe, dass der Schlüssel zum Minentor in... Halt die Fresse. Dass der Schlüssel zum Minentor in Sledge Safe House im Norden liegt. Ich hasse dieses, wenn da steht Sledge Safe House. Was? Minentor-Schlüssel? Schon wieder? Anstelle des Schlüssels hast du eine Notiz gefunden. Okay.
Haben wir jetzt zweimal EP dafür bekommen? Keine Ahnung. Fände ich aber geil. Und jetzt den hier. So, und dann müsste ich gleich mal Skills resetten. Damit ich... Nein, du machst wohl das hier wieder. So. Damit ich... Dings. Ist dann, ne? Da ist das letzte da. Das ist eine richtige Scheißgegend. Und 10 Rax töten da. Die haben wir aber schon getötet. Das ist ein bisschen doof. Nein. Habe ich irgendwo was gehört? Habe ich was gehört? Muck die auf? Achso, nein, das sind nur die Turbinen. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwo einer rausgekommen. Na gut, wollen wir nochmal nach den Rax gucken. Vielleicht sind die ja so nett und sind wieder respawned. Ich weiß gar nicht, das... War das Anfang? Nee, das war so Mitte der Folge. Das heißt, es ist jetzt schon 10 Minuten her. Wie ist... Jopp, die sind wieder da. Finde ich gut. So, ist die Pistole nachgeladen? Jo. So, da poppen sie wieder raus. Meine Güte, sind das viele. Komm nur her. Einfach in die Menge halten. Was von da? Okay. Ich finde schön, dass die sich immer so ein bisschen sammeln erst. Kann man direkt alles looten. Und ich freue mich ja schon auf die Mission später. Ich gucke jetzt einfach immer auf den Preis, für wie viel ich die verkaufen kann. Und wenn das wieder so ein totaler Crap ist, dann nehme ich die erst gar nicht mit, natürlich, weil mein Inventar auch voll ist. Naja, ihr wisst wohl, was ich meine. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ihr nicht ganz so unterbelichtet seid wie ich. Und... Aber wie kommen die aus diesen kleinen Löchern raus? Ich habe die zwar schon so oft gesehen, aber... Noch nie wirklich drauf geachtet. Gut, und dann wollen wir mal... Mintor-Schlüssel ist... Da muss ich hier weg. Nee, holen wir mal das letzte Tagebuch. Und das ist eine richtige Kackgegend, soweit ich noch weiß. Wie gesagt, ich kenne das nur noch aus Multiplayer wirklich. Multiplayer war schon recht scheiße. 4 Leute, da sind die... Oder 3 Leute zumindest. Da sind die Gegner schon mal ordentlich stärker. Und fahre ich doch lieber einen kürzeren Weg. Du kannst mich mal hart am Po lecken. Okay, so hart auch nicht, aber... Egal. Ihr wisst, was ich meine. Matsch. Keine mehr? Gut. Genug XP gefarmt. Und ja, es gibt viel weniger EP, wenn man die überfährt. Was natürlich auch doof ist, aber kann man nicht ändern. Könnte man schon, indem man sie nicht überfährt, aber pff. Wer macht das denn? So, und jetzt packe ich mir schnell das Ding hin und verpiss mich dann wieder hier. Denn das ist richtig eklig. Ihr seht ja schon. Warte, welches Level? 12. Okay, nee, ist doch nicht so eklig, wie ich dachte, aber... Ich habe mich schon gefragt. Ich meinte, ich dachte so, ja, guck mal auf die Map. Da sind ganz viele Gegner. Das sind Rax, WTF. Die können doch gar nichts. Was wollen die denn? Kommen die nochmal wieder? Ich will nochmal Rax überfahren. Na, ein bisschen nach oben. So. Nein, nicht den... Auf den... Auf die Skags anzuvisieren. Ich baller da einfach mal weiter in die Menge. Gut. Dann halt so.
Oh, ich habe wirklich einen getroffen. Kommen die? Oh yeah. Oh, die sind Level 13. Nein, kommt ihr mal wieder? Na, okay, so lange verfolgen die einen wohl doch nicht. Schade. Hätte gut EP gegeben. So, und jetzt wollen wir mal hier wieder eine Mission abgeben. Achso, ja, und hier haben wir gar nicht geguckt. Da sind manchmal recht gute Sachen. Ja. Für 1500 ist das... Ja, okay, ist zwar sau teuer, aber... Naja, wird schon gehen. Die verkaufe ich dann einfach mal. Die hier, ne. 12 Schuss mag ich nicht, ne. Ne. 31 Schuss, jupp, das ist die, die ich mag. 12 Schuss, ne. Nö, da habe ich eine bessere. Ne. In 83, 12. Dann kaufe ich mir doch das hier. Und verkauf. Das. So. Abliefern. Nicht schlecht geschossen. Ich hoffe, die Turbinen nehmen keinen weiteren Schaden. Das Stromnetz, wenn man es denn so nennen kann, ist wieder aktiv. Wenn wir jetzt noch zentralen Drehstrom hätten, wäre alles in Ordnung. Und wir haben eine Shotgun bekommen, oder... Nee, ein Schild. Hey, ein Glück, dass wir uns gerade eins gekauft haben. Egal, uns ist in allen Werten besser. Und verkaufen. War das jetzt das Richtige? Wird wohl. Und hier kann ich mir halt alles nochmal zurückkaufen. Für einen ordentlichen Preis. Aber nö. Da wäre es natürlich geil, wenn man so ganz viele Cheap-Sachen dabei hätte. Die verkauft man natürlich billig, aber kauft die auch wieder billig. Und dann kann man so gut leveln. Und jetzt muss ich gucken, welche Mission nehmen wir denn? Arid Badlands. Wo liefern wir die ab? Am schwarzen Brett. Genau. Oh, ich bin ja doch nicht so schlecht im Sachen merken. Ist zwar total unnötiger Crap, den ich mir da gemerkt habe, aber who cares, ich habe mir was gemerkt. So. Ach, auch wenn ich sage, ich muss mir das abgewöhnen, ich schaffe es einfach nicht. So. Ach du Kacke. Na, gut. Danke, dass du die meine Tagebuchaufzeichnung zurückgebracht hast. Ich weiß, dass du sie angehört hast und du wirst alles dafür tun, dass du das Gehörte wieder vergisst. Ehrlich? Diese Aufzeichnungen sind privat und sehr persönlich. Ja, nur weil du den Hocker haben wolltest, blöde Kuh. Du glaubst, dass du das Zeug... Du glaubst, du hast das Zeug zum Gladiator? Betrete die Arena und riskiere dein Leben zur Unterhaltung von Zuschauern und Spielern. Richte deine Anfragen an Raids Saban, den Veranstaltungsdirektor. Legenden erzählen von Mo und Marley. Oh, meine totalen Hassgegner. Zwei der härtesten Skags von ganz Pandora. Ich will mir ihre Schädel an die Wand hängen, aber ich bin zu beschäftigt, sie selbst aufzuspüren. Stattdessen bezahle ich jeden, der sie findet und zur Strecke bringt. Ja, gut, dass sie auf unserem GPS eingezeichnet sind. Ich habe immer vom östlichen Kamm nahe der Mine gejagt. Was? Ach, ich habe Skags immer vom östlichen Kamm nahe der Mine gejagt. Ich werde an einer neuen Sniper-Rifle gearbeitet. Alter, wie komme ich auf Werde? Ich hatte an einer neuen Sniper-Rifle gearbeitet und konnte sie damit gut erledigen. War sogar richtig. Aber ich habe die Sache nicht zu Ende gebracht und musste die Teile irgendwo verstecken, damit die Banditen sie nicht finden konnten. Wenn du die Teile findest, gehört die Waffe dir. Bring mir das Gewehrgehäuse, den Griff, das Visier und den Gewehrlauf. Gut, da haben wir doch schon mal ordentlich wieder was zu tun. Aber jetzt mache ich den Cut. Gut. Das war's dann auch für mich für heute. Reskillen. Das machen wir noch schnell. Dafür klicken wir hier oben auf das Ding. Kauf zurücksetzen und... Warte, wie viel kostet das? 1900. Okay, nicht gerade günstig, aber pff, passt. So, und jetzt seht ihr unten links 8 Skillpunkte. Da haben wir sie wieder. Machen wir den mal... Na, ich weiß nicht.
Drops sind zwar ganz schön, aber wenn wir hier eh auf in Gesundheit umwandeln gehen, können wir hier auch Bloodwing-Schaden reinhauen. Dann geht das direkt ordentlich ab. Nachladegeschwindigkeit, pff, braucht doch keiner. Naja. Und jetzt, Bloodwing-Geschwindigkeit. Wow, er ist so schnell. Wow. Ich werde wohl die ganze Zeit nur noch so rumrennen. Das war schon immer so. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ach, schon wieder so ein ekliger Bruch in der Stimme. Jetzt nochmal ganz männlich. Nein. Bis dann.